Ein Amerikaner im Weltraum. Allerdings ist ein Russe der Erste, der einen solchen Spaziergang unternimmt. 1965 wurde dieser Traum Wirklichkeit. Es begann vor langer Zeit in China mit der Erfindung der Rakete. Nach vielen Rückschlägen war der Physiker Robert Goddard erfolgreich. 1926 zündete er eine Flüssiggasrakete, den Prototyp für den Weltraum. Während des Zweiten Weltkriegs entwickelten die Deutschen starke Raketen zu militärischen Zwecken. Ihr Chefentwickler Werner von Braun arbeitete später für die Amerikaner. Erste Nation im Weltraum ist die Sowjetunion. Sputnik, der erste künstliche Himmelskörper, umkreist die Erde. Es ist Oktober 1957. Einen Monat später schicken die Sowjets den Hund Laika ins All. Die Amerikaner haben weniger Glück. Schließlich 1961 dann doch noch der Erfolg. Der Schimpanse Hem wird in den Weltraum geschickt. Sein Herzschlag rast, aber Hem beruhigt sich schnell wieder und er kehrt heil auf die Erde zurück, anders als Laika. Die Sowjets sind insgeheim für den nächsten riskanten Schritt bereit. Der ehemalige Testpilot Juri Gagarin ist völlig gelassen. Am 12. April 1961 schreibt er Geschichte. Seine Rakete ist eine abgewandelte Militärversion. Der erste sowjetische Kosmonaut im Orbit. Als Held kehrt er zurück. Das russische Weltraumprogramm scheint nicht mehr aufzuhalten zu sein. Valentina Tereshkova, Arbeiterin aus einer Baumwollspinnerei, ist die erste Frau im All. Alexei Leonov ist der Erste, der sein Raumfahrzeug verlässt und einen Weltraumspaziergang unternimmt. Dieser Herausforderung stellt sich der amerikanische Präsident Kennedy. To achieving the goal before this decade is out. Of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. Die erste Phase, das Mercury-Projekt. 7 Astronauten, darunter John Glenn. Al Shepard schlüpft als erster in eine Mercury-Kapsel für eine kurze Flugstrecke noch unterhalb der Erdumlaufbahn. Aber Glenn ist der erste Amerikaner im Weltraum, an Bord von Friendship 7. Zehn Monate nach Gagarin ist auch Glenn im Orbit. Das Unternehmen läuft gut. Glenn ist entspannt. Er isst sogar etwas. Er schließt 3 Erdumrundungen ab. Dann der Alarm. Das Hitzeschild ist verloren. Das Raumschiff kann beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre verglühen. Das Unternehmen steht auf Messers Schneide. Doch Glenn schafft es. Mondprogramm Phase 2. Das Gemini-Projekt. 1965 unternimmt Ed White den ersten amerikanischen Weltraumspaziergang. In der Erdumlaufbahn. Eine Übung für den Mondorbit. Die Astronauten haben ein Auge auf den Trabanten geworfen. 2 Gemini-Raumschiffe, das erste Treffen im All. Und das erste Andockmanöver zwischen Gemini und einer Rakete. Plötzlich beginnt die Gemini-Kapsel sich um die eigene Achse zu drehen. Doch sie bekommen die Kapsel wieder unter Kontrolle. Die Astronauten landen sicher auf der Erde. Phase 3, das Apollo-Programm.
Es kommt zu einem Unfall. Drei Astronauten sterben während eines Abschlusstrainings. Feuer vernichtet ihre Kapsel. Die große Saturn-Rakete, von Wernher von Braun entwickelt, sorgt für den nötigen Schub von Apollo. 1968 dreht Apollo 8 eine Runde um den Mond. Endlich Triumph statt Tränen. Anfang 1969 werden die ersten Mondanzüge getestet, ebenso wie das Mondlandegerät. Hier eine Übung mit dem Kommandoteil von Apollo 9. Apollo 11. Neil Armstrong und Buzz Aldrin sind die Auserwählten. Sie sollen auf dem Mond landen. Michael Collins bleibt in der Kommandokapsel, während die Mondfähre Eagle ihre Landung beginnt. Armstrong hat die Karten eingehend studiert. Er kennt jeden Krater, jeden Felsblock. Das ist lebenswichtig, denn der Treibstoff reicht nur noch für Sekunden. Er entdeckt einen Landeplatz. Und legt mit der Eagle eine perfekte Landung hin. Ein Traum hat sich erfüllt. 20. Juli 1969. Das Jahrzehnt geht erst in 5 Monaten zu Ende. Aber Amerika ist auf dem Mond. Nach nur 21 Stunden und 36 Minuten hebt Eagle wieder von der Mondoberfläche ab. Beladen mit Bodenproben nähert es sich dem Raumschiff, das in der Mondumlaufbahn wartet. Vorsichtig docken die zwei Fahrzeuge an. Die Rückkehr zur Erde dauert 3 Tage. ...1970 in der Bodenkontrollstation. Eine Explosion an Bord von Apollo 13. Die Welt hält den Atem an. Das Raumschiff mit den Astronauten Lovell, Swigert und Hayes an Bord ist zum Mond unterwegs. Das Steuermodul reagiert nicht mehr. Die Bodencontroller suchen hektisch nach einer Lösung. An Bord von Apollo 13 geht es ums Überleben. Die Mannschaft verlässt den Kommandoteil, um die Sauerstoffreserven zu schonen. Sie begeben sich in die winzige Mondlandekapsel, ihr Rettungsfloß, das sie um den Mond herum und zur Erde zurückbringen soll. Die Mannschaft kriecht zurück in die Kommandokapsel. Das Servicemodul ist funktionsunfähig und wird abgesprengt. Beim Wiedereintritt von Apollo 13 in die Erdatmosphäre bricht der Funkkontakt ab. Dann... Die Mannschaft ist gelandet, gerettet aus dem All. Insgesamt sind es 6 Mondlandungen. Bei der letzten, Apollo 17, ist zum ersten Mal ein Wissenschaftler dabei, Jack Schmidt. Er fährt in einem Mondfahrzeug herum. Jetzt, da der Wettlauf zum Mond entschieden ist, verliert Amerika sein Interesse. Mondflüge werden gestrichen. 1975 gibt es eine letzte Aufgabe für die Saturn V. Zur selben Zeit startet eine sowjetische Rakete. Die Raumschiffe treffen sich in der Erdumlaufbahn. Astronauten treffen Kosmonauten. Und ein neuer Traum nimmt Gestalt an. Ab jetzt sind Expeditionen in den Weltraum eine internationale Angelegenheit.